Das ist mit Absicht, haben wir keine Betriebsgemeinschaft wollen, weil es ist schwierig auch mit der ganzen Direktzahlung über das Land, um die Gelder, weil Betriebe unterschiedlich groß sind, alles, um die Gelder wirklich gerecht verteilen. Und es hat auch noch Gründe, dass wir sind angewiesen mit unseren Hanglagen im Sommer, dass unsere Verwandtschaft und Bekanntschaft uns kommen, helfen können. Und die kommen nur zu uns helfen. In einer BG ist das zu gross. Für das gebe ich meine Ferien nicht her, das ist mir uns persönlich. Und da verlieren wir einen Haufen Arbeitskräfte, wo uns für ein Stückchen Käse und ein bisschen Fleisch kommen, die Wörter abbrechen. Und in einer BG, die dann so läuft, ist das eben schwierig. Und dann war es auch bei uns ein bisschen zwischenmenschlicher gewesen. Rein wirtschaftlich macht es Sinn, eine BG zu machen. Aber man muss aufpassen, dass man das Zwischenmenschliche dann nicht vergisst, von lauter Optimierungen. Und das hat sehr gut auch funktioniert, dass wir im Sommer jeder selber bewirtschaften, sein Land. Und wir sind eigentlich nur im Winter da zusammen. Dann haben wir im Sommer so Pause ein bisschen voneinander. Und das hat sich gut eingespielt. Und ist auch ein Problem vielleicht mit dieser Größe. Das sind hier 140 Hektar, wo wir bewirtschaftet werden, und jetzt haben wir einen schlechten Sommer. Und dann muss irgendein Sven alleine entscheiden, wenn es so schlechtes Wetter ist, der Wetterbericht so zweifelhaft schön ist, muss einer entscheiden, heute müssen wir einfach 30 Hektar umgehen. Und dann geht das in die Hose. Dann gehört es dem, der es entschieden hat, gehört das den ganzen Winter, wenn dann eine schlechte Qualität auf dem Heustock ist. Und so ist jeder selber verantwortlich, was er reinbringt. Was wir dafür tun, die Mechanisierung ein bisschen aufeinander abstimmen, und dann gehen wir einander Lohnarbeiten machen. Er hat sich spezialisiert auf Tankmechanisierung. Die kommt er mit seinem Fahrzeug zu mir gefahren, der wird zur Fahrtarif abgerechnet, und ich mache die Rumpalle, sie lasch, und dann auch zur Fahrtarif wird all sämtliche Maschinen. Aber dass man mit Maschinen nicht doppelspurig fährt, sondern eine gute Auslastung hat, wenn man eine Lohnarbeit macht. Das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt.